1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben wieder eine freie Themennacht heute. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf meinen ersten Anrufer. Das ist Bettina. Hallo Bettina, 24 Jahre alt. Hi. Ja, hi. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin in der 25. Schwangerschaftswoche. Ja. 35. Entschuldigung. 35. Ich bin ein bisschen nervös. Das ist jetzt wie viel der Monat? Das ist immer so ein Umrechnen. 9. Monat. Ja. Ja. Und habe seit 7 Monaten keinen Sex mehr mit meinem Freund. Seit 7 Monaten? Ja. Warum ist das so? Ich habe einen tierischen Ekel entwickelt. Du hast einen Ekel entwickelt? Gegen ihn? Gegen ihn, gegen alle Männer. Gegen Sex überhaupt? Ja. Aber erst durch die Schwangerschaft? Ja. Ja. Hört man immer wieder mal, dass das Frauen so geht? Ich habe beide schon gehört, dass Frauen, während sie schwanger sind, extrem viel Lust auf Sex haben. Oder absolut überhaupt keine Lust auf Sex haben. Wie war denn das vorher zwischen euch beiden? Also ich war vorher ein Biest, sagen wir es mal so. Also, ich konnte nie genug bekommen. Ja. Du liebst deinen Freund nach wie vor? Ja. Ja, es bezieht sich jetzt ausschließlich auf die Erotik, auf den Sex, dass du definitiv keinen Bock hast. Genau. Wie geht er denn damit um? Er akzeptiert es nicht. Was heißt das? Ja, ich habe auch das Gefühl, weil, okay, es ist auch so, mich ekelt es auch davor, wenn er mich nur küssen will oder wenn er mich nur berühren will, einfach nur zärtlich sein will. Oder wenn er den kleinen Zwerg im Bauch spüren will, dann... Ist dir unangenehm? Ja, ich weiß nicht. Ich habe halt auch den Verdacht, dass er eine andere hat. Ach, inwiefern? Warum hast du den Verdacht? Er riecht anders. Er riecht anders? Er riecht anders. Riecht er nach Parfum oder was? Er hat einen ganz anderen Körpergeruch wie vorher. Du meinst, man kann das an dem Körpergeruch, abgesehen von Parfums, die da irgendwie rankleben, man kann das am Körpergeruch merken, ob ein Mann fremd geht? Interessante These, habe ich noch nie gehört. Ja. Vielleicht sind es also auch seine unterdrückten Hormone, dass er anders riecht? Was heißt anders riecht? Ich würde sagen, es riecht intensiver. Ich nehme Gerüche wahr, die ich vorher nie wahrgenommen habe. Ja. Weiß ich nicht so Bescheid, ob man, ob sich das daraufhin auswirkt. Könnte durchaus sein, wenn ich mal so ein bisschen drüber nachdenke, könnte durchaus sein, dass das sich da auch zeigt. Hast du ihn gefragt? Ja. Und? Er streitet es ab und denkt, ich sei verrückt. Wie lange seid ihr zusammen schon? 4 Jahre. 4 Jahre, lange Zeit. War das ein Wunschkind? Von meiner Seite her, ja. Von seiner gar nicht? Weniger. Weniger. Aber als du dann gesagt hast, hier, ich bin schwanger, und dann er das mitbekommen hat, hat er sich dann auch schon gefreut? Oder war ja, dann doch. Das schon? Mhm. Also dann merkte, dass der Bauch immer dicker wurde und... Mhm. Und meinst du, er freut sich im Moment auch? Es dauert ja nicht mehr lange wahrscheinlich, dass der oder die Kleine kommt. Freut er sich? Ja, er freut sich. Mhm. Ich weiß ja nicht, vielleicht macht man sich da auch zu sehr den Kopf, dass man zu schnell denkt, da ist jemand anders im Spiel. Nun gut, er riecht anders. Weiß ich, vielleicht liegt es, das kann sicher 1000 Ursachen haben. Ich meine, es ist auch, wie soll ich sagen, sein Verhalten ist auch anders. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das einbilde oder nicht. Weiß ich eben auch nicht. Was ich aber nochmal nachfragen will gerade,
du weist ihn ab. Du weist ihn auch ab, wenn er zärtlich zu dir sein möchte. Es geht gar nicht nur um Sexualität. Gibt es darüber ein Gespräch? Versuchst du ihm das zu erklären? Oder überhaupt thematisiert ihr das? Oder weist du ihn einfach ab? Nee, ich sag halt schon zu ihm, dass ich selber nicht verstehe, aber dass ich keine Lust habe, dass ich meinen inneren Schweinehund nicht überwinden kann. Was sagt er dann dazu? Ja, da kann ich auch nichts machen. Das sind meine Aussagen. Ich meine, es ist ja nun wirklich eine absolut begrenzte Zeit. Hast du mal mit deiner Frauenärztin, mit deinem Frauenarzt darüber gesprochen? Also mein Frauenarzt hat am Anfang der Schwangerschaft gesagt, das ist normal, das sind die Hormone, das legt sich in ein paar Wochen wieder. Aber im Gegenteil, es wurde schlimmer. Ich habe ein befreundetes Pärchen in meinem Bekanntenkreis, wo das genauso ist oder war, wo die Frau auch absolut keinen Bock hatte während der Schwangerschaft. Und als das Kind dann da war, sich die ganze Sache relativ schnell wieder normalisiert hat. Ist es aber nur ein Einzelfall, den ich dir erzählen kann aus meiner Bekanntschaft. Hast du deinem Arzt das denn erzählt, dass das jetzt weiterhin und so stark ist und geblieben ist? Ja. Was sagt er dazu? Er hat gesagt, das ist der extreme Hormonschub. Also das heißt, er sagt auch, das kann durchaus alles noch normal sein. Ja. Ich meine, damit kann man, mit so einer Aussage kann man doch gut leben. Damit könntest du es ihm doch auch erklären. Nach dem Motto, es ist nun mal eine besondere Zeit, eine Ausnahmezeit und hinterher sind wir beide wieder zusammen. Und vielleicht solltest du ihm auch nicht zu viel unterstellen, dass er da irgendwie eine Fremde hat, nur weil er anders riecht. Gibt es denn sonst irgendwelche anderen Indizien noch, außer dem Geruch? Sein Verhalten. Sein Verhalten ist es, mitten in der Nacht kommen Anrufe und SMS, wo er mir verheimlicht, wo er vorher nicht gemacht hat. Weißt du, ich glaube ganz einfach, wann ist die Geburt vorhergesagt? Auf welches Datum? Anfang Oktober. Anfang Oktober. Ich glaube, das Allerbeste ist jetzt wirklich, wenn du das Ganze so ruhig wie möglich alles lässt und dich auf deine Geburt konzentrierst. Und dann, wenn das Kind da ist, guckst, wie das mit der Beziehung läuft. Denn wenn du dich jetzt da so sehr reinkniest und aufregst und den Kopf machst, und es kommt eh nichts dabei rum, außer dass du dich wahrscheinlich aufregst, führt das ja zu gar nichts. Es ist auch so, nicht dass, also ich habe nicht nur vor ihm Ekel, es ist überhaupt vor der ganzen Männerwelt und von jedem, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise zärtlich zu mir sein will. Aber wie gesagt, wach doch mal einfach die nächsten vier, fünf Wochen ab. Und je nachdem, wie sich das dann entwickelt im Laufe des Herbstes, auch was eure Beziehung anbelangt, dass du dann richtig tataktiv wirst. Wenn ihr beide nicht zueinander kommt, wenn du nach wie vor die Vermutung hast, da ist irgendwas, dass ihr dann richtig Tacheles redet, dass ihr vielleicht in eine Paarberatung geht oder so. Aber im Moment würde ich das alles relativ runterkochen. Konzentrier du dich, dass du gesund und ordentlich das Kind auf die Welt bekommst. Ich meine, auf der einen Seite kann ich ihn verstehen, welcher Mann wartet schon 7 Monate noch. Ja. Aber weißt du, ich würde das alles irgendwie ein bisschen gelassener nehmen. Solange das noch im Rahmen des Normalen liegt einer Schwangerschaft, ist es halt so. Da musst du mit leben und dann muss er mit leben. Punkt aus. Dafür kriegt er ein tolles Geschenk, nämlich ein Kind, ein kleines Kind, euer Kind. Ich würde das wirklich erstmal ein bisschen versuchen, mich da zu beruhigen an deiner Stelle. Ich fühle mich nicht als Frau, weißt du, wie ich meine? Ja, aber wie gesagt... Ich komme absolut verrückt vor. Wenn wir beide im Dezember nochmal telefonieren und du sagst mir genau dasselbe, dann finde ich das alles sehr ernst zu nehmen und dann werden wir gemeinsam überlegen, was zu tun ist. Im Moment sage ich einfach, wacht ab. Wenn dein Frauenarzt sogar zu dir gesagt hat, dass er das auch kennt, dass das auch Erfahrungswerte sind, musst du jetzt einfach durch die Zeit. Bettina, wirklich, würde ich so sagen. Ich sag's auch nicht leichtfertig, sonst hätte ich schon jetzt weiter vermitteln an irgendwas, aber ich glaube, das ist die beste Lösung. Okay. Meine Liebe, alles Gute und viel Glück für die Geburt. Dankeschön. Tschüss, Bettina. Okay, tschüss. So, Freunde, 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, ruft an, Live-Sendung hier, Live-Telefon-Talkshow.
im WDR-Fernsehen und im Radio bei 1 Live zu jedem Thema, über das ihr gerne sprechen wollt. Zu jedem Thema. Jetzt geht's weiter mit Benjamin. Benjamin ist 17. Hallo Benjamin. Hallo, hier ist der Benjamin. Ja, hi. Dein Thema. Ich bin nervös. Egal. Und zwar habe ich folgendes Problem. Mhm. Ich bin jetzt seit 6 Jahren in der rechten Szene und möchte jetzt aussteigen. Seit Mai ungefähr. Und ich wollte mal fragen, was du davon hältst, weil ich bin jetzt in der Jugendhilfe und habe Angst vor meinem Vater, weil der ist, also ich bin sozusagen aufgewachsen in der rechten Szene und wollte mal gucken so. Ach, dein Vater ist auch in der rechten Szene? Ja, genau. Und was heißt, du bist in der Jugendhilfe, was bedeutet das? Betreutes Wohnen, also ich habe Einzelwohnen. Ja. Und das habe ich gekriegt, weil ich Angst vor meinem Vater habe, weil er mich geschlagen hat, ja, wo er herausgefunden hat, dass ich in der rechten Szene bin. Achso, aussteigen will, Entschuldigung. Achso, aussteigen willst. Ja. Ich meine, 6 Jahre, du bist erst 17 und seit deinem 11. Lebensjahr bist du in dieser Szene. Ja, eigentlich bin ich schon mein ganzes Leben, nur mit 11 Jahren hat mein Vater mich in der jungen Nationaldemokraten in dieser Partei, in dieser jungen Partei von der NPD angemeldet. Das ist eine Jugendorganisation der NPD. Ja, genau. Was hast du da in all diesen Jahren gemacht oder machen müssen? Veranstaltungen und so und Konzerte und so musste ich hingehen und auf Demos und so. Mhm. Eigentlich hatte ich da nie so einen Draht zu, aber ich musste das immer machen und Klamotten anziehen und so und habe deswegen auch viel Stress mit Mitschülern gekriegt, weil ich auf der Hauptschule war. Ist klar. Und deswegen musste ich auch die Schule abbrechen, gehe aber jetzt zur Amtsrealschule und möchte gerne Fachabi machen. Guter Plan, finde ich klasse, wenn du es schaffen würdest. Ja. Du sprichst immer nur von deinem Vater, was ist mit der Mutter? Ja, die Mutter, ich weiß nicht, ich glaube, die hat Angst vor meinem Vater, so dass sie da auch irgendwie was mitmacht, weil die geht auch immer auf Demos und so weiter. Achso, die leben zusammen? Ja, genau. Gibt es außer dir noch ein Kind? Ja, mein Bruder. Wie alt ist der? Der ist auch 17, also wir sind Zwillinge. Ach so. Aber der ist direkt mit einem Jahr vom Jugendamt raus. Ach so, das lebt also im Klartext, da lebt jetzt kein anderes Kind in dem Elternhaus, bei genau. den Eltern. Sag mal, was, wenn du das so vielleicht in ein paar Sätzen oder Schlagworten mal sagen kannst, was hat man dir in dieser rechten Szene, in der Jugendorganisation der NPD, so beigebracht? Was ist so das Hauptdenken gewesen? Die haben beigebracht, so, dass man Hass gegen Ausländer entwickelt und dass man die, jetzt sag ich mal ganz krass, abschlachten sollte. Ja. Ich habe auch durch den ganzen Mist 8 Anzeigen kassiert. Ja, wegen Volksverhetzung und gefährliche Körperverletzung und so. Ja. Hast du selbst was in Schlägereien verwickelt? Hast du ja. Schlägereien angezettelt? Ja, genau. Hast auf Ausländer reingeprügelt? Ja, die NPD stand daneben und hat nichts gemacht. Mhm. Ich gehe davon aus, dass das auch so, ja, du hast es selbst gerade gesagt, so Vorträge waren, wo man dich mit hingezerrt hat, ja. Schulungen vielleicht auch. Wie hat man euch oder dir das Dritte Reich vermittelt, die Hitlerzeit? Ja, dass sie gut war und so und dass sie wiederkommen sollte. Ganz uneingeschränkt hat man gesagt, dass das eine gute Zeit war. Ja. Hat man euch auch gesagt, was für ein Leid angerichtet worden ist oder wurde das ganz ausgeklammert? Das wurde ausgeklammert. Die haben gesagt, dass das wiederkommen soll und so. Hm. Und letztens habe ich mit dem Spitzenkandidat gesprochen und der meinte, dass das doch alles gut war und dass es genug Züge gibt nach Schlesien, wo das wiederkommen sollte. Hm. Das heißt, sagen die, dass es keine Judenvernichtung gab? Oder sagen die sogar, dass es gut war? Ja, das war gut mit den Judenvernichtung. Schlimm, ne? Schlimm. Ja, das finde ich auf jeden Fall schlimm. Und deswegen habe ich dich auch angerufen so und wollte fragen, was du davon hältst und was ich machen kann. Also erstmal finde ich toll, dass du, ich finde das eine enorme Leistung, wenn man 17 Jahre alt ist und wenn man da so reingezogen worden ist und ich sage jetzt mal Gehirn gewaschen wurde, weil man vielleicht nichts anderes mitbekommen hat, wenn die Eltern das sogar so sagen, dass man da selbst so auf Distanz kommt. Und das bist du ja, ne? Du bist ja auch... Ja. Kannst du mir das erklären, wie du auch als ganz junger Typ oder als du noch viel jünger warst als jetzt irgendwie so gemerkt hast, dass es das stimmt irgendwie alles nicht, das ist alles Mist, was die erzählen? Ja, weil ich Freunde habe, einen Schwarzen und einen Türken. Ach so. Und die haben ja oft
aus der Scheiße geholfen, sag ich jetzt mal. Durftest du denn überhaupt einen Schwarzen und einen Türken als Freund haben? Nein. Das war dann heimlich? Ja. Und hast du gesehen, dass es eben auch eine ganz andere Welt noch gibt, als die, die dein Vater da verbreitet und die NPD? Ja, ich habe eigentlich immer gemerkt, dass das nicht das Beste ist, so, dass es auch nette Ausländer gibt. So. Mhm. So, wie lange bist du jetzt im betreuten Wohnen? Seit Mai. Ach, seit Mai, das hast du, glaube ich, gerade auch gesagt am Anfang. Mhm. Mhm. Und wir fassen das nochmal zusammen. Und der Anlass, dass du in dem betreuten Wohnen bist, ist, du hast Angst für deinen Vater. Genau, er kriegt auch die Adresse nicht raus. So. Mhm. Das Problem ist, gibt es viele Neonazis, die eben bei mir auch in der Umgebung wohnen. Lass mich noch eine Frage fragen zum Verständnis. Dass du jetzt im betreuten Wohnen bist, dass du in der Jugendhilfe bist, ist die Initiative von dir ausgegangen? Bist du irgendwo zum Jugendamt gegangen, hast gesagt, hier, ich habe Angst, ich will raus? Ja. Ah ja. Auf jeden Fall. Kompliment. Okay. Ja, wirklich, Kompliment. Danke. Weil es ist echt krass so gewesen. Mhm. Ich habe auch echt die Angst gehabt, so von meinem Vater. Ja. Im Moment weiß aber nicht, wo du bist. Kriegt es auch nicht raus. Also ich hoffe es nicht. Mhm. Aber man kann ja nie wissen. Jetzt wolltest du gerade noch was erzählen. Es gibt ja überall, auch da, wo du jetzt bist, gibt es auch Nazis. Ja, gerade bei mir im Viertel, da wohnen, würde ich jetzt mal sagen, die meisten aus Münster so. Mhm. Und du hast Angst, dass da irgendwie was passieren könnte, oder dass... Ja, dass irgendwie welche, sag ich jetzt mal Kameraden, so wie mein Vater das bezeichnet, die ich in dem Stadtteil, wo ich wohne, sehen, die mich kennen. Mhm. Und hast du diese Angst in deinen Betreuern auch mitgeteilt? Ja, aber die können auch nicht viel machen. Also ich verstehe das. Es wäre doch eigentlich klug, dass man dich nur gerade nicht da wohnen lässt, wo die meisten auch sind, sondern dass man dich irgendwo anders unterbringt, wo es besser für dich ist. Ja, da gebe ich dir recht, voll und ganz. Nur das Problem ist, dass das Jugendamt das egal ist und dass die zu mir gesagt haben, ja, du musst in Münster bleiben. Mhm. Sonst findet keine Betreuung statt. Mhm. Aber die Angst sitzt dir im Nacken, verständlicherweise. Ja, auf jeden Fall. Ich zitter auch gerade so. Das heißt, Angst, du hast Angst davor, dass wenn die das rauskriegen, dass die dich zusammenschlagen? Ja, und die machen das. Das ist denen scheißegal, auf Deutsch gesagt. So. Mhm. Die nehmen von nichts Rücksicht. So, was es da für Möglichkeiten gibt, vielleicht auch das Jugendamt in Münster, sagst du, vielleicht halt zu überzeugen, dass man dich mehr schützen sollte. Darüber beraten wir jetzt gleich mal im Hintergrund noch ein bisschen gemeinsam. Das heißt, du mit meiner Psychologin, die heute Nacht hier anwesend ist. Mhm. Was ich aber auch gerade noch mal sagen möchte, deinen Plan, Fachabi nachzumachen, finde ich auch große Klasse. Mhm. Große Klasse. Ja, das hat das Jugendamt ja auch geraten, dass ich wenigstens so was Vernünftiges werde. Ja, so, natürlich. Weil ich sage jetzt mal krass, meine Eltern haben für mich keinen Verstand. So. Mhm. Ich muss mal sagen, du bist ein ganz junger Kerl von 17 Jahren, der so eigenständig denkend auf den Weg kommt, finde ich ganz toll. Mhm. Mach bloß weiter so. Ja, auf jeden Fall. Also in diese Szene will ich auf gar keinen Fall mehr. Ja, und lass dich auch nicht entmutigen, wenn das jetzt mit der Schule vielleicht beim ersten Anlauf nicht so klappt. Dann klappt es beim zweiten Anlauf. Mhm. Dann hast du ein Jahr verloren, ist auch egal. Aber irgendwann schaffst du es schon. Aber mach auf jeden Fall was. Mhm. So, und Sachen Schutz. Ich finde, dass man nicht mehr schützen muss. Dass man da irgendwie auf jeden Fall nachdenken sollte. Ja, da gebe ich dir recht. Aber das Jugendamt macht nichts. Ich habe auch schon mit meinem Rechtsanwalt gesprochen, den ich habe wegen diesen 8 Anzeigen. Mhm. Aber der sagt auch, wenn das Jugendamt das nicht will, dann machen die das nicht. Und dann kann er auch nichts machen. Aber manchmal muss man ja vielleicht auch nochmal mit dem Jugendamt Münster reden, dass man da vielleicht etwas unternimmt. Denn das Jugendamt Münster würde sich bestimmt sehr ärgern und ziemlich blöd dastehen, wenn dir was passieren würde. Ja, natürlich. Ja? Aber ich habe schon mit der Frau Pohl gesprochen. Das ist die Chefin von dem Jugendamt in Münster. Die oberste. Ja, ich würde mal sagen, die Einzelheit, die besprechen wir erstmal gleich im Hintergrund. Einverstanden? Mhm. Okay. Dann rufen wir dich gleich mal an, Benjamin. Und ich wünsche dir alles Gute und drück die Daumen, dass es klappt. Okay, danke. Tschüss, Benjamin. Deine Sendung noch. Tschüss. Deine Sendung ist echt super. Dankeschön. Tschüss. Ja, bitte. Tschüss. 0800 220 5050. Meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Mein prominenter Gast diese Woche Samstag ist der Comedy-Star Cordula Stratmann. Bekannt aus der Schillerstraße, bekannt aber auch geworden hier bei uns in WDR als Annemie Hülchrath. Bei Zimmerfrei ist sie oft aufgetreten und hat ihren genialen Talk mehrfach hier bei uns gemacht. Annemie Hülchrath, der Talk, fand ich immer sehr komisch, sehr witzig. Ja, und ob die Frau immer witzig ist oder ob sie auch sehr viel zu erzählen hat, das glaube ich, das werden wir
am Samstag sehen. Samstagabend im WDR-Fernsehen, 23.30 Uhr, mein Stargast, der Comedy, die Comedy-Frau Cordula Stratmann. Dirk, 40 Jahre alt. Hallo, Dirk. Jo. Jo. Guten Morgen. Ja, du hast mich angerufen. Ja, und zwar habe ich ein Problem mit meiner Lebensgefährtin. Ja. Ich bin LKW-Fahrer und fahre im Prinzip Linie Amsterdam-München. Also bin ich eigentlich jeden zweiten Tag an unsere Rasthöfe, wo man eigentlich seine Pause macht, wo man ständig ist. Und da habe ich sie schon ein paar Mal mitgenommen. Deine Lebensgefährtin? Meine Lebensgefährtin. Und zum Anfang ist sie immer noch mit eingegangen. Ja. Bis sie mitgekriegt hat, dass ich die Bedienungen da drinnen kenne und dass wir uns unterhalten. Und da flippt sie neuerdings seit knapp einem Jahr, flippt sie aus, wenn wir da in einen Rasthof gehen wollen, einen Kaffee trinken. Da, weil sie eifersüchtig ist. Panisch eifersucht. Da gibt es den größten Streit im Auto, nur dass wir in den Rasthof gehen, um eine Tasse Kaffee zu trinken. Ist sie denn immer bei dir? Nee, sie ist nicht immer bei mir, weil ich lebe normalerweise in Markbrettwitz, ja, im Fichtelgebirge, ja, und habe aber, dadurch wir die Linie fahren, in Frankfurt als Zimmer, wo ich 14 Tage lebe. Mhm. Verstehe. Wo ich eigentlich jeden zweiten Tag für 24 Stunden in Frankfurt bin. Wie oft ist sie denn bei dir? Auf der Fahrt, meine ich. Es kommt schon mal vor, dass sie mal alle ein, zwei Monate mal für ein, zwei Wochen mitfährt. Ach so. Ja, aber wie gesagt, es ist dann die Hölle, irgendwo Kaffee zu trinken oder wenn man irgendwo Kolleginnen trifft, weil, wenn man sich mit denen unterhalten will, katastrophal. Also es geht wirklich nur darum, dass sie panisch eifersüchtig, neurotisch eifersüchtig ist, wenn du damit ein paar Mädels aus der Imbissbude oder Kolleginnen, die auch fahren, ein Schätzchen hältst. Ja. Nur darum geht es. Da ist auch noch nie irgendwas vorgefallen zwischen dir. Genau. Gar nichts. Das beste Beispiel war jetzt vor 3 Wochen, wo wir in Urlaub waren, mit einer ganzen Clique. Wir waren ungefähr 20 Mann. Mhm. Da war auch ein Mädel dabei, 15 Jahre. Wir haben beide zuletzt noch am Tisch gesessen. Ich habe mein Bierchen getrunken, wir haben uns unterhalten. Mhm. Da kommt sie aus Zelt raus, macht mir eine Szene und flippt aus ohne Ende. Und das Mädel war erst 15 Jahre, mit dem du da gesessen hast? Das war 15 Jahre. Du bist 40 Jahre. Wie alt ist deine Freundin? Die ist 38. Und wie lange seid ihr schon zusammen? 3,5 Jahre. 3,5 Jahre. War sie immer schon so eifersüchtig? Nee, das ist jetzt im Prinzip das letzte 1,5 Jahre erst so schlimm geworden, dass sie wirklich panisch eifersüchtig ist. 1,5 Jahre ist ja doch schon dann eine ganz schön lange Zeit, die einem auch sehr auf den Senkel gehen kann, ne? Ja, weil ich bin im Prinzip mit meinen Nerven am Ende. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin eigentlich im Begriff beim Überlegen, ob ich die Beziehung nicht beende. Dirk, zwischen uns beiden, Hand aufs Herz, ist es wirklich nie irgendwann mal was gelaufen mit einer anderen Frau? Nein. Definitiv nicht. Du hast ein reines Gewissen. Jo, ganz reines. Kannst du dir einen Reim drauf machen? Hast du so eine Idee, warum deine Freundin so verrückt eifersüchtig ist? Nee, weiß ich eigentlich nicht. Vor allen Dingen, wenn sie am Anfang eurer Beziehung das nicht war und jetzt so seit 1,5 Jahren das ungefähr es ist. Ist es nicht vorgefallen? Ist das nee, gar nichts, dergleichen. Das ist ja schon alleine, wenn ich meine Bekannten in Zwickau, die ich von früher her noch kenne, wo auch Frauen dabei sind, die Telefonnummern im Handy habe oder eine SMS kriege. Dann tickt sie schon aus. Tickt sie vollkommen aus. Hat sie da mal was darüber erzählt, früher in früheren Beziehungen, üble Sachen mal erlebt in Sachen Fremdgehen der Männer? Nichts, gar nichts. Ich muss dir ernsthaft sagen, sie ist ein richtig urbayerisches Mädel. Mhm. Sie hat den Gedanken, wenn sie jemand hat, braucht sie keinen anderen. Mhm. Also ich darf nirgendwo anders hingehen und schon gar nicht, wenn irgendwelche Weiblichkeiten dabei sind. Verstehe. Nee, meine Frage war anders gemeint. Hat sie früher mal schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht? Vor dir, vor deiner Zeit? Nee, sie war einmal verheiratet. Da war sie 7 Jahre verheiratet, soweit ich weiß. Ja. Und das zweite Mal war sie, glaube ich, 3 oder 4 Jahre verheiratet und da ist der Mann aber gestorben. Ja. Abgesehen davon, dass dich das sehr mürbe macht, so verstehe ich das ja schon. Im Grunde liebst du die Frau. Ich liebe sie im Prinzip, aber ihre Eifersucht macht eigentlich alles kaputt. So, und übertriebene Eifersucht kann in der Tat vieles kaputt machen. Ich glaube, übertriebene Eifersucht kann die größten Lieben zerstören.
Hast du ihr das mal so gesagt, dass es mittlerweile für dich so schlimm ist, dass du fast schon darüber nachdenkst, sie zu verlassen? Hast du ihr das mal so klar ins Gesicht gesagt? Ich habe ihr das ins Gesicht gesagt, wir waren verlobt, ich habe ihr den Verlobungsring gesagt, ich sage, du, ich möchte nicht mehr. Mhm. Und du machst mit deiner Eifersucht alles kaputt? Ja, und ihre Reaktion darauf? Uff, hat sie gar nicht interessiert. Ich bin nach dem Urlaub, bin ich wieder auf Arbeit gefahren. Ja. Sie hat mir den Ring wiedergegeben, hat so gesagt, machst du dran, ist gut, machst du nicht dran, kann ich auch nicht ändern. Ja, aha, was soll man da machen? Aha. Ich bin wirklich im Prinzip mit meinen Nerven am Ende. Ja. Und weiß nicht, was ich machen soll. Das wundert mich so ein bisschen. Das heißt, sie hat so eine Haltung, machen an oder machen nicht an den Ring, als wäre es ihr egal. Andererseits ist ihr das aber überhaupt nicht egal, offensichtlich, was du tust, sonst wäre sie ja nicht so eifersüchtig. Richtig. Mhm. Ja, weil, wie gesagt, ich bin mit dem Gedanken gespielt, also, ich eigentlich Dirk, die Beziehung zu beenden. Ich sag dir, ich glaube, da hilft wirklich nur die harte Methode bei solchen Menschen, um die wach zu rütteln, was die da anrichten. Dass du ihr das nochmal knallhart ins Gesicht sagst, wenn das nicht, und ihr auch ein Ultimatum setzt, wenn das, oder was heißt Ultimatum, wenn du sie nicht aufforderst, wenn du es nicht sofort aufhörst, dann sind wir getrennte Leute. Das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt, Jürgen. So, pass auf, oder wenn du dazu bereit bist, dann sag ihr, pass auf, irgendwas scheint nicht in Ordnung zu sein, lass uns gemeinsam zu einer Beratungsstelle gehen. Würdest du es machen? Ja, ich hätte damit kein Problem. Würde sie es machen? Du kennst sie besser als ich. Ich kenne sie ja nicht. Nee, ich glaube nicht. Also, sie sagt, ihr fehlt ja nichts. Ich habe ihr ja den Vorschlag gemacht, sie ist arbeitslos, sie kann sich in Frankfurt eine Arbeit suchen. Also, die junge Dame ist resistent, so hört sich das an. Als wäre die überhaupt nicht erreichbar, nicht ansprechbar. Nee, wie gesagt, also... Ich glaube wirklich, Dirk, dass du dann, wenn du das nochmal scharf ausdrückst, und es vielleicht nochmal klar sagst, dann wirklich irgendwann die Konsequenz ziehen solltest und wirklich Schluss machst. Weil, mit dem Gedanke spiele ich auch. Ja, ich wüsste auch keine andere Lösung. Die Lösung, sich wirklich miteinander zu unterhalten, geht nicht, wenn du sagst, wenn sie dicht macht, wenn sie nicht mal bereit wäre, zu einem Dritten, zu einer Beratung zu gehen, dass ihr beide zu einer Beratung geht, wenn sie das auch nicht will, ja, was soll man dann tun? Ja, ne, das ist alles guter Rat teuer, ne? Gibt's keinen guten Rat. Da gibt es muss man irgendwann sagen und Schluss. Ich hab dir schon oft gesagt, du mit deiner gottverfluchten panischen Eifersucht, kriegt man ja zur Antwort, ich bin ja gar nicht eifersüchtig. Mhm. So, ich durf ja nicht mal mehr meine Bekannten und Kumpels in Zwickau besuchen. Mhm. Da tickt sie schon aus, weil da Leute dabei sind, wo sie nicht hingeht und alleine darf ich nicht fahren. Ja, wenn du ihr das dann so auflistest, sie sagt, ich bin nicht eifersüchtig und du sagst, ja, pass aber mal auf, dieses und dieses, was du mir gerade erzählt hast, was sagt sie dann? Tja, dann kriegt man nur zu hören, ich bin nicht eifersüchtig, was willst du von mir? Ich habe ihr das schon oft genug gesagt, du mit deiner panischen Eifersucht. Also Dirk, dann kriegt man nur zur Antwort, ja, ich werde mich ändern. Dann geht 14 Tage gut und dann geht das Spiel wieder von vorne los. So, also mein klarer Rat, weil es ja gar keine andere Möglichkeit gibt, sie wirklich irgendwann oder möglichst bald, wo das schon so lange geht, vor die Wahl zu stellen. Entweder änderst du dich jetzt und tust was an dir, oder wir sind getrennte Leute. Weil irgendwann kriegst du auch die Wut und wirst aggressiv auf sie. Das glaube ich. Und ja, wer weiß das dann? Ja, und das ist auch nicht gut. Also irgendwann muss man dann geht man einfach. So, weil, ich bin eigentlich mit meinem Rat und mit meinem Latein an der Hände, was ich da noch... Glaube ich. Aber wie gesagt, eine andere Möglichkeit gibt es nicht, sehe ich auch nicht. Mach es so. Biete ihr das auf jeden Fall nochmal an mit der Paarberatung. Mhm. Wenn sie dann auch Nein sagt, stehst du gut da, weil du alles versucht hast zu tun. Und wenn sie immer nur Nein sagt, dann sagst du irgendwann auch Nein. Weißt du? Jürgen. Alles Gute. Jo, ich danke dir, mach weiter so mit deiner Sendung, wenn möglich, höre ich Danke. Aber weißt du ja, bei meinem Beruf ist es halt nicht immer möglich. Das stimmt, wobei wir viele Brummifahrer im Publikum haben, die nachts uns jetzt zuhören. Schöne Grüße auf die Straßen übrigens. Ja, ne, und wenn es geht, gucke ich dich sogar im Fernsehen, wenn ich in Holland stehe oder... Ja. Ja. Wie gesagt, mach weiter so mit deiner Sendung und ich bleib dir auf alle Fälle treu. Danke dir sehr herzlich, Dirk. Alles Gute. Jo, tschüss. Ihr Lieben, wir haben eine freie Themennacht, habt ihr schon gemerkt. Ihr könnt mich anrufen, hier live im Radio und im Fernsehen, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Was Persönliches, was Gesellschaftliches, was euch auf den Nägeln brennt. 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de.
Lars ist hier und Lars ist 27. Hallo Lars. Ja, grüß dich Jürgen. Hallo Lars. Hallo. Oh, schön, dass ich gleich durchgekommen bin. Ja, schön. Um was geht's? Und zwar, es geht um meine Mutter, beziehungsweise hauptsächlich um meinen Vater. Mhm. Meine Mutter hat zum zweiten Mal Krebs bekommen. Mhm. Und Brustkrebs. Wie alt ist die Mutter? Bitte? Ja. 62. 62, ja. Genau. Und sie ist halt gestern ins Krankenhaus gekommen und es ist jetzt seit 2 Monaten zum zweiten Mal. Morgen wird sich rausstellen, ob sie Metastasen im Gehirn hat, ist Metastasen in der Lunge, in der Brust. Und seit 2 Wochen muss sie eigentlich meinen Vater zu Hause pflegen. Es wurde vor 2 Wochen richtig schlimm, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte, keine Treppen steigen. Wir haben ein großes Haus. Das heißt, der Vater ist auch schwer krank? Nein, mein Vater ist nicht schwer krank, nur er wird langsam krank, weil er packt das alles nicht mehr. Mhm. Er hat einen harten Job zu machen. Achso, aber sie muss ihn nicht pflegen, ne? Was habe ich dich gerade falsch verstanden? Nee, also meine Mutter wird zum Pflegefall. Achso, deswegen. Ich verstehe. Mhm. Genau, und deswegen ist sie gestern auch ins Krankenhaus gekommen, auch mit ihrem Willen, damit mein Vater endlich wieder zur Ruhe kommt, weil er packt das nicht mehr. Und meine Frage geht jetzt dahin, ich habe noch eine Schwester, die ist 5 Jahre älter, ich bin ja 27 und wir wohnen halt außerhalb und wir kommen irgendwie nicht mehr wirklich ran. Man telefoniert auch mit meinem Vater. Es ist furchtbar, wenn Väter am Telefon nur noch weinen. Es ist grausam. Meine Mutter nimmt es eigentlich hin, Kämpfernatur. Aber mein Vater sackt langsam richtig ab. Und es fehlen einem die Worte auf dem Telefon. Das macht dem Vater seelisch unglaublich zu schaffen. Er ist aber körperlich, ist er noch fit. Er ist noch fit, aber durch seine Arbeit jetzt auch, die er auch noch zu bewältigen hat, da hängt ja die Existenz auch noch mit dabei, der ganze Haushalt. Wie alt ist dein Vater? Der ist 64. 64. Und er macht den Haushalt und geht auch noch arbeiten? Jetzt ja. Ja, die Haushälterin hat abgesagt. Er hat jetzt das komplette Haus für sich alleine und sagt auch jetzt, ich habe gestern mit ihm noch wieder telefoniert, das Haus ist so leer. Und ja. Wieso hast du gesagt, jetzt ja? Hat er früher nicht gearbeitet? Doch, er hat immer gearbeitet. Nur, wie gesagt, die Arbeit liegt jetzt auf der Strecke. Er kommt zu nichts mehr. Er muss meine Mutter versorgen, Sachen hinbringen und... Wie weit wohnst du denn von zu Hause weg? Nicht so weit, da wirst du jetzt wahrscheinlich lachen, das sind 25 Kilometer. Und deine Schwester? Die wohnt in Hamburg, das sind schon wieder 200 Kilometer, wir kommen aus Hannover. Ja. So, jetzt wohnst du 25 Kilometer entfernt, das ist ja nun ein Klacks. Das ist ein Klacks. Wieso hängst du dich da nicht mehr rein? Ja, und genau das ist es nämlich. Wir sehen uns öfter mal in der Stadt. Ich fahre auch morgen wieder zu ihm. Wir gehen morgen Mittag auch mal was essen. Mein Vater hat so ein bisschen die Angewohnheit, dass er sich nicht gerne was abnehmen lässt. Und das ist nämlich genau das Problem. Wir sagen ihm immer, hier, sag bitte, wenn wir auch irgendwas machen sollen, weil wir nicht drin sind. Wir wollen uns auch nicht so aufdrängen. Naja, aber vielleicht ist es in der Notsituation einfach mal angebracht, nicht zu warten, bis er was sagt, sondern einfach mal zu helfen, einfach mal hinzugehen, mal einzukaufen und ihm mal ein bisschen beim Putzen zu helfen im Haus. Und für die Mutter was zu holen oder weiß ich was. Lass mich nochmal mit der Mutter fragen. Die Mutter ist jetzt im Krankenhaus. Die ist jetzt gestern ins Krankenhaus gekommen. Und das heißt, das kann man im Moment gar nicht überblicken, wie lange sie im Krankenhaus bleiben muss. Nein. Sie sollte heute eigentlich nochmal eine Kernspintomographie machen, ob wirklich Metastasen jetzt auch im Gehirn sind. Und da ist jetzt wieder auch das Problem, was auch wieder mein Vater und meiner Mutter auch wirklich und uns allen natürlich so fertig macht, dass die Ärzte alles hinausschieben. Ich habe vorhin schon zu deinen Kollegen auch gesagt, es ist wie eine Massenabfertigung. Nach dem Motto, der Nächste bitte. Kein nettes Wort. Meine Mutter kam heute natürlich wieder nicht dran. Sie wurde wieder auf morgen vertröstet. Da könntest du dich ja auch ein bisschen mit einklinken. Du bist ein junger Kerl, da ist es schon eine ganz andere Sache, wenn man mit den Ärzten redet, als wenn es eine alte, kranke Frau ist. Ja. Also mein Vater kommt nämlich langsam auch nicht mehr ran. Er versucht auch mit den Ärzten zu sprechen. Wir haben jetzt viele Ärzte auch ausprobiert. Mein Vater kommt selbst auch aus einer Arztfamilie. Nur meistens dann die Leute in der Chefetage gerade. Die Schwestern sind ja alle super lieb und super nett. Nur wenn es wirklich um die Chefs geht, da kommt kein, wie geht's Ihnen heute? Okay, jetzt formulier mal bitte die Frage, weswegen du angerufen hast.
wie wir wirklich meinem Vater richtig, wie man das angehen kann, richtig angehen kann, damit ja, er im Prinzip das auch merkt, dass wir für ihn da sind und wie man jetzt Schrittchen für Schrittchen im Prinzip da vorgehen kann, dass wir einfach da ein bisschen Konzept reinbringen. Wie war denn das bisher bei euch, Lars? Wie oft warst du zu Hause? Wie oft hast du deine Eltern besucht? Früher, vor ein paar Wochen, ein paar Monaten? Mensch, einmal in zwei Monaten. Wir sehen uns viel im Büro in der Stadt, dass wir mal mittags essen gehen, aber wirklich nach Hause fahren, wenig. Ich arbeite selber auch viel. Ja, was machst du im Beruf? Ich bin zurzeit im Hotel, wo ich natürlich viel Schichtarbeit habe, viel Spätschicht. Verstehe. Du bist auch sehr eingespannt, das ist mir schon klar. Aber dennoch, aufgrund der Nähe, du hast ein Auto? Nein. Nein, aber gut, 25 Kilometer. Kein Problem. Ist kein Problem. Da gibt es nur die einzige Lösung, dass du... wie du gerade schon sagtest, Schrittchen für Schrittchen jetzt näher an den Vater rangehst. Ja. Vielleicht auch Dinge tust, die du früher nie getan hast. Auch gar nicht wartest, bis er das sagt, sondern es einfach tust. Er ist ja nur wirklich mit den Nerven fertig, wenn du sagst, dass er immer zu am Telefon weint. Was ja auch verständlich ist, wenn seine Frau sterbenskrank ist. Dass du selbstverständlich ihm unter die Arme greifst, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, dass du versuchst, auch eben ein bisschen das im Krankenhaus da mit zu organisieren. Ja. Dass du versuchst, einen Termin mal mit dem leitenden Arzt zu machen und einfach Präsenz zeigst in der Klinik. Ich glaube einfach, dass das auch wichtig ist, auch für die behandelnden Leute, dass da auch Angehörige sind, die das beobachten, die ein Auge drauf haben und so weiter. Ja, ich meine, natürlich will ich ja auch meine Mutter sehen. Nur da sagt mein Vater auch wieder, na, zurzeit ist es nicht so gut, lass sie erstmal da klarkommen. Aber ich sehe es auch irgendwie nicht ein. Ich meine, warum darf ich meine eigene Mutter jetzt nicht bekommen? Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Mutter? Bitte? Wie ist eigentlich so dein Verhältnis zu deiner Mutter? Also du, wir haben eigentlich generell ein super Verhältnis in der Familie. So, dann was meinst du, wie deine Mama sich freut, wenn die mitbekommt, dass du oft da bist und wenn sie mitbekommt, dass du dich da richtig um alles kümmerst? Ja. Da musst du gar nicht auf deinen Rat von deinem Vater hören. Der meint es vielleicht auch gut, aber im Moment ist er vielleicht auch ein bisschen durcheinander aufgrund der ganzen schlimmen Vorkommnisse. Einfach vielleicht auch wirklich jetzt überfordert und... Genau. Und klingt dich einfach mehr ein. Gib den beiden auch einfach das Gefühl, da ist jemand, auf den sie sich verlassen können. Dass du einfach eine Stütze auch bist für sie. Ja. Ich meine, das ist schon alles schlimm genug, was du schilderst. Da würde ich jetzt gar nicht so ängstlich rangehen, sondern sei einfach da und helf. Punkt aus. Und ich glaube, dass sie letztendlich dir hoch dankbar sind und unglücklich darüber, dass du da bist, wo schon das andere Kind so weit weg wohnt. Ja. Na, aber halt auch immer so, was erzählt man dann so dem Vater, ne? Irgendwie fallen einem keine Worte mehr ein, immer nur dieses, ja, alles Gute und irgendwie, man gibt die Hoffnung so langsam auf, ne? Beziehungsweise, ja, irgendwie, es wird irgendwie immer schlimmer und nicht besser. Ja, und aber irgendwie ist doch, alles, was so darüber. Natürlich, aber es ist doch schon mal wichtig, dass du überhaupt bei deinem Vater bist. Ja. Dass der eben nicht alleine in dem großen Haus sitzt, sondern dass er öfters der Sohn da ist. Ja. Und dass ihr dann auch wirklich offen über die Schwere der Krankheit sprecht. Das ist natürlich alles sehr traurig und sehr schlimm, aber es ist immer noch eine Hilfe, wenn man zu zweit ist und wenn er merkt, dass der Sohn da ist, als wenn der alte Mann alleine da sitzt in seinem Haus und wirklich verzweifelt. Und vielleicht kommt das dann auch wirklich, wenn man sich oft sieht, einfach dann kommt das vielleicht auch alles, was gebraucht wird. Und dann sehe ich vielleicht natürlich auch wieder mehr, was im Haus zu tun ist oder was einfach fehlt. Kleinigkeiten besorgt, die ihn entlasten vielleicht. Mach einfach so Sachen, die du vielleicht früher nie so gemacht hättest. Überspring einfach mal so Gewohnheitsgrenzen, die so im Laufe der Jahre entstanden sind. Und sei so viel du nur irgend kannst, was dein Beruf erlaubt in deine Freizeit, dass du da bist. Ich glaube, dann hast du schon sehr viel getan. Mehr wirst du gar nicht tun können. Ja, verstehe. Ja, ich meine, die auf Arbeit bei mir wissen natürlich auch Bescheid. Und die haben auch gesagt, Mensch, Lars, wenn du Zeit brauchst, wenn irgendwie was ist, sag Bescheid. Wir sind hier die Letzten, die jetzt sagen, nee, du kommst jetzt hier arbeiten. Mhm. Also insofern ist das natürlich auch recht flexibel. Und ich versuche halt jetzt dann wirklich möglichst, so viel Zeit einfach... So mit der Familie zu verbringen. Genau. Und so schnell wie möglich ins Krankenhaus gehen und die Mutter besuchen, mit ihr reden, für sie da sein. Und eben auch mit den Ärzten reden. Ja. Und die Zeit noch nutzen, die du vielleicht nur noch hast mit deiner Mutter. Das denke ich nämlich auch. Na, sonst beißt man sich wieder in den Hintern und sagt sich, warum war ich nicht da? Und deswegen du musst alle Möglichkeiten ausschöpfen. Du musst jetzt alles tun,
dass du hinterher nicht dastehst und es bereust, es nicht getan zu haben. Ja. Denn dann ist es zu spät. Jetzt kannst du es machen. Jetzt, ja, du hast recht. Alles Gute dabei. Danke dir. Alles Gute von Herzen für deine Mutter. Danke dir auf jeden Fall. Tschüss, Lars. Tschüss. Hier ist Anna. Und Anna ist 15 Jahre alt. Hallo, Anna. Hallo. Und was gibt's denn, Anna? Weswegen hast du angerufen? Also, mein Problem ist, dass ich seit 6 Monaten eine Freundin habe. Mhm. Und meine Eltern sind halt streng katholisch. Was heißt Freundin? Also, du bist eine Beziehung mit einer Frau hast? Ja, Beziehung. Mhm. Wie alt ist sie? Sie ist 17. 17, ja. Und meine Eltern sind halt streng katholisch und mir wurde halt auch immer schon so eingetrichtert, ja, es gibt nur heterosexuell und du kannst nichts anderes machen. Mhm. Und ich weiß jetzt halt einfach nicht, wie ich denen das klar machen soll. Mhm. Bist du für dich, bist du noch so am Suchen oder bist du schon ziemlich sicher, dass du lesbisch bist? Oder meinst du, dass du vielleicht bisexuell bist? Oder ist es bisexuell. Noch bisexuell. Mhm. Hast du auch schon Freunde? Also ja, ich hatte ja Freunde auch schon vorher, aber... Und jetzt diese Beziehung, 6 Monate, sagst du, dauert die mit der Freundin? Ja, 6 Monate. Ja, von wem ging die aus? Eigentlich ging es von ihr aus und ich habe es eigentlich erst dann so gemerkt. Mhm. Und jetzt läuft natürlich alles heimlich. Ja, also es weiß niemand was, auch nicht von unseren Freunden. Es ist halt nur, wir wollen es halt, also wir gehen jetzt auch nicht irgendwie über die Straße und sagen... Aber ihr könnt es ja gut verstecken, indem ihr gute Freundinnen seid. So, ne? Ja, ja. Verkehrt deine Freundin auch im Haus deiner Eltern bei euch? Ja, also meine Eltern denken auch, das ist einfach nur meine beste Freundin und nicht mehr. Du bist ja noch in so einem heiklen Alter, 15 Jahre. Wann bist du 16? Im November. Im November? Ja. Das ist gut. Ja, also... Dann würde ich erstmal den Mund halten, bis 16. Ja. Das kann man ja noch eine Weile dann auch noch so spielen, weiterspielen. Mhm. Ja, und dann geht der Kampf los, ne? Ja, weil es ist halt... Dann geht der Kampf los. Und deine Eltern so, bist du das einzige Kind? Nee, ich habe noch einen größeren Bruder. Mhm. Wenn die Eltern so konservativ sind... Ja. Und moralisch so... sag ich mal, im alten Sinne festgefahren, ja, wirst du da einen harten Kopf vor dir haben. Weil es ist halt auch einfach so, dass ich habe wirklich, also bei meinen Eltern wirklich auch irgendwie mal Angst, dass die irgendwie mich rausschmeißen wirklich, weil die sind wirklich so in dem Sinne, es gibt einfach nichts anderes. Und auch wenn ich jetzt 16 bin, die werden mich dann trotzdem einfach nur weiter verurteilen. Aber weißt du, da gibt es keinen ganz klaren, klugen, schnellen Rat, der das alles löst. Ja. Der Rat ist, glaube ich, in dem Moment nur derjenige, dass man versuchen sollte, so früh wie möglich zu sich selbst zu stehen, was auch sehr schwer ist unter Umständen, und das auch gegenüber den Eltern zu vertreten. Ich weiß, dass das leicht gesagt ist und ich weiß, dass es oftmals ungeheuer schwierig ist. Ja. Aber ich glaube, wenn man etwas anders gestrickt ist als so die Norm, muss man das ausfechten. Selbst wenn man vielleicht sehr viel Schmerzen dabei erleidet. Denn man will ja nicht sich vorschreiben zu lassen, wie man zu leben hat von den Eltern. Ja, ich weiß, es ist schon so. Nur ich habe halt auch Angst, ich weiß jetzt nicht, wie ich es ihnen sagen soll, weil ich kann mich ja dann nicht einfach vor sie hinstellen und sagen, ja, Mama, Papa, hör zu, ich bin bisexuell und ich habe eine Freundin. Das kann man schon so machen. Weil das ist einfach so, ich weiß es nicht. Das kann man schon so machen. Da fliegen natürlich bei denen alle Klappen runter erstmal. Ja. Also ich würde an deiner Stelle erstmal sowieso abwarten, bis du 16 bist. Ja. Und es ist ja auch, das ist jetzt auch deine erste Beziehung zu einer Frau, ne? Ja. Ich würde da sowieso vielleicht überhaupt noch ein bisschen so warten, um mir selbst noch klarer zu sein, ob ich auch wirklich zu der Beziehung stehe, ob das auch wirklich eine tolle Sache ist, eine große Liebe und so weiter. Ja. Und dann entscheide du, ob du es im Dezember machst oder im Februar nächsten Jahres oder wann. Ja. Und wenn der Druck zu groß ist für dich, es weiter zu verheimlichen, dann sag es. Aber wenn du so große Angst hast, dass die dir das Leben wirklich zur Hölle machen, finde ich es auch legitim, es noch weiter eine Weile zu verschweigen. Denn je älter du bist oder wirst, desto stärker und selbstständiger bist du auch. Ja, aber es ist halt auch einfach so, ich habe wirklich jetzt Angst, weil... meinem Vater jetzt auch schon öfter bei meinem Bruder, weil mein Bruder auch schon ziemlich viel Mist gebaut hat, hat jetzt auch nur Hauptschulabschluss, weil meinem Vater ist bei meinem Bruder auch schon öfters die Hand ausgerutscht und ich habe halt auch wirklich Angst, dass es dann bei mir genauso ist. Mhm.
Ich habe einfach wirklich Angst. Mhm. Also Angst wirklich vor körperlicher Gewalt auch. Ja, das auch. Und du bist Schülerin und natürlich gibt es gar keine andere Alternative, als zurzeit noch zu Hause zu wohnen. Ja, Dann ist das wirklich eine Frage des Abwägens. Tue ich mir jetzt schon diesen ganzen Stress an und ich bin ja noch in totaler Abhängigkeit von denen? Oder warte ich noch ein bisschen? Schieb das noch hinaus, das Outing? Das ist eine Frage. Wie ist das denn für dich? Ist das schon ein Leidensdruck, dass du das so verheimlichen musst? Nervt dich das schon? Wurmt dich das schon? Es ist schon furchtbar, weil es ist halt auch so, manchmal will ich einfach in der Öffentlichkeit sie auch mal küssen oder ihr einfach mal die Hand, oder einfach mal ihre Hand nehmen. Aber man kann es halt nicht, weil überall irgendwo jemand ist, den man kennt und man einfach Angst hat. Wie ist denn dein Verhältnis überhaupt zu deinen Eltern? Also ich würde sagen, ich habe eigentlich ein besseres Verhältnis zu meiner Mutter. Bei meinem Vater ist es halt so, der ist er ist schon oft da, nur wir unterhalten uns halt nicht so oft. Dann wäre es vielleicht nicht das Unschlauste, zuerst mal mit der Mutter zu reden und ihr das zu sagen und sie quasi als Verbündete zu gewinnen und dann mit ihr gemeinsam zu beraten, wie man das dem Vater beibringt. Ja. Also mach es davon abhängig, Anna, wie sehr dich das nervt, dass du es verheimlichen musst. Wenn es dich wirklich nervt und wenn du merkst, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Versteckspiel, dann geh Schrittchen für Schrittchen den Weg nach außen. Vielleicht über die Mutter zuerst. Ja, nur es ist wirklich auch, ich liege manchmal nachts einfach da und fange einfach so plötzlich an zu heulen, weil ich muss es jetzt schon, ich weiß nicht, ein halbes Jahr jetzt schon, darf ich nichts sagen, nichts zeigen und es ist einfach... Weißt du, lass uns mal den allerschlimmsten Fall durchdenken. Wir wollen nicht hoffen, dass er eintritt, dass der dich rausschmeißt. Ja, also wenn er mich rausschmeißt, denke ich mal, könnte ich doch zu meiner Freundin. Nur bei ihr ist halt auch das Problem, die Eltern sind jetzt nicht so schlimm wie meine Eltern, aber die sind halt auch so, dem gegenüber auch nicht so ganz aufgeschlossen. Wäre vielleicht auch, finde ich, noch vielleicht gar nicht das Klügste, in dieser so frischen und jungen Phase gleich zu der Freundin zu gehen. Sich dann lieber ans Jugendamt zu wenden, dass du in ein betreutes Wohnen kommst oder dass die dir ein Zimmer finanzieren oder irgend sowas. Ja. Also jetzt reden wir über den schlimmsten Fall, ne? Ja. Aber es ist gut, darüber zu reden, weil die Welt geht auch dann nicht unter, wenn der dich rausschmeißt. Ja. Auch dann gibt es Gott sei Dank in unserem Land Netze, die ausgerichtet werden auf junge Leute, oder dass die einigermaßen gut durch die Welt kommen. Ja. Nur es ist halt auch, also es ist wirklich auch dann, ich weiß halt auch nicht, wo ich mich dann da am Jugendamt, zu wem ich mich dann wenden muss. Werde ich dir jetzt gleich meine Psychologin mal geben und die kann dir vorsichtshalber schon mal das erklären, wie das geht. Okay. Für den Fall der Fälle, damit du ja schon mal ausgerüstet bist mit den entsprechenden Informationen. Wir wollen hoffen, dass es nicht eintritt. Ja. Aber ansonsten finde ich es, für dein Selbstbewusstsein wird es natürlich gut sein, wenn du irgendwann älter bist und du wirst sagen, gut, dass ich das damals durchgefochten habe. Ja. Bin ich ganz sicher. Ja. Anna, du legst auf, wir rufen dich gleich nochmal an und versorgen dich mit den entsprechenden Informationen, okay? Okay. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800, ihr Lieben, 220 50 50, meine Telefonnummer. Wir sind hier live im Radio, bei uns live und live im Fernsehen, im WDR Fernsehen. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über was, meldet euch bei mir, ruft an. Angerufen hat auch Levent. Hallo. Ja, hallo Domian. Ein Mann. Ich wusste jetzt nicht, was das für ein Name ist. Levent 21. Ja, genau. Was ist das? Ein türkischer Name. Levent. Ich habe folgendes Problem, und zwar geht es um meinen Vater, also um meine Eltern. Mhm. Und mein Vater ist halt seitdem ich denken kann, so mit 8, 9 Jahren hat das angefangen, glaube ich, oder so, wie ich eigentlich mitbekommen habe, hat er ein Alkoholproblem. Mhm. Und wir haben damals unser Haus verloren. Mhm. Ja, dann wurde es halt schlimmer mit dem Alkohol, aber es ist halt nicht so schlimm gewesen wie heute. Und mein Vater schlägt halt auf meine Mutter und wir sind 3 Geschwister. Ich bin der Einzige noch, der Kleinste auch, der noch zu Hause wohnt. Wie alt sind die anderen? Ich habe noch einen Bruder, der ist 25 und eine Schwester, die ist 28. Ja. Kriegen die anderen Kinder das auch mit, die Geschwister, dass der Vater die Mutter schlägt? Wissen die das? Wissen die das? Ja, die wissen das, klar. Die wissen das, aber die wohnen ja halt nicht hier und
früher haben die das halt auch mitgekriegt, aber jetzt mittlerweile haben die sich ja so gesagt, kann man sagen, dass sie sich halt abgekapselt haben. Ist klar. Schlägt er sie in deiner Anwesenheit auch? Naja, das ist ja das Problem. Ist das oft so? Ja, mittlerweile hat sich das eigentlich gelegt. Im Moment ist meine Mutter im Urlaub. Mhm. Und halt, er trinkt halt auch viel und ich weiß nicht, das macht mich halt irgendwie mittlerweile ziemlich fertig. Und, was machst du denn dann, wenn er deine Mutter schlägt? Ja, ich bin dann meistens im Zimmer und hab Kopfhörer auf, ne, mach Musik und dann höre ich das halt. Gab es denn einen Moment schon mal, wo du so eine Wut hattest, dass du kurz davor warst, dazwischen zu gehen? Ja, ich gehe oft dazwischen, klar. Ach, du gehst oft dazwischen? Ja, das heißt, also ich bin nicht so, dass ich mich jetzt hier einsperre und nicht da irgendwie was unternehme. Das heißt, es gab auch schon Schlägereien, Rangeleien zwischen dir und deinem Vater? Ja, nicht so direkt, also manchmal. Mhm. Also ich werde ziemlich aggressiv in der Zeit und das war einmal so, da war er auf Toilette und dann bin ich da reingestimmt, hab ihn halt gepackt und gegen die Wand geschlagen. Aber seitdem habe ich irgendwie so total komische Gefühle in mir. Und ich sag mal immer, man sollte niemals den Respekt vor seinem Vater verlieren, auch egal, was er macht. Ne? Aber der Vater sollte auch nie den Respekt vor seiner Frau verlieren. Ja, das stimmt, ja. Beides sind richtige Sätze, ne? Ja. Ist deine Mutter, wenn deine Mutter, danach redet deine Mutter mit dir über die Vorfälle oder weint sie nur und es ist ihr peinlich? Sie redet mit mir oft darüber, also es ist ja nicht so, die erträgt das glaube ich schon seit 20 Jahren schon. Ne? Ist deine Mutter so gestrickt, dass wenn du ihr sagen würdest, trenn dich von ihm, dass sie sagen würde, niemals? Nee, die sagt ja, die hat nur Angst irgendwie, dass sie nicht auf ihren eigenen Beinen stehen kann, das ist das Problem. Ist das so? Du kannst es beurteilen. Könnte sie auf eigenen Beinen stehen? Hätte sie genug Unterstützung von ihm? Hat er eine Arbeit? Könnte er sie bezahlen? Oder? Also, ich könnte es schon, aber ich weiß nicht, was machen würde. Ich denke nicht, dass meine Mutter es schaffen würde. Das ist das Problem. Es gibt manchmal wirklich, dann, wo man von außen im ersten Moment sagt, da gibt es gar keine andere Lösung als raus aus der Ehe. Aber ich kann mir das auch gut vorstellen, dass es so Konstellationen gibt, wo die Frauen das nicht machen, aus welchen Gründen auch immer, dass die so abhängig sind und so verängstigt sind, dass sie es nicht tun. Ich sag mal so, also es ist jetzt nicht, dass jeden Tag hier Rambazamba abgeht, aber... Ist dein Vater irgendwie zugänglich für Worte, wenn er nüchtern ist, dass du mit ihm reden kannst, oder macht er absolut dicht? Nee, der macht nicht dicht, man kann mit ihm reden, klar, aber... Das ist, als würde ich gegen eine Wand reden. Also ich sage ihm, der sagt immer, ja, klar. Sieht er das denn ein, dass wenn, also noch anders gefragt, er ist nur gewalttätig deiner Mutter gegenüber, wenn er besoffen ist? Ja, klar. Mhm. Sieht er das im Nachhinein ein, dass das was Schlimmes ist? Ja, aber er schiebt irgendwie immer die Schuld auf meine Mutter. Meine Mutter ist schuld. Also sieht das nicht ein. Das heißt, er hat sich auch noch nie entschuldigt bei ihr? Ja, doch, wenn es mal richtig extrem war und halt unter dem Druck der ganzen Familienangehörigen, wenn wir alle dabei waren. Aber was eigentlich mein Problem ist, Domian, das mittlerweile, das spiegelt sich irgendwie voll auf mich ein irgendwie. Also jetzt nicht mit dem Alkohol, sondern ich bin jetzt seit 7 Monaten arbeitslos. Das heißt, du meinst, das zieht dich auch kolossal runter alles? Ja, meine Geschwister denken, das wird mich nicht interessieren. Die denken, das wird mich kalt lassen, aber im Inneren frisst mich das irgendwie total auf. Ich komme damit nicht mehr klar. Ja, verstehe ich. Ging mir genauso. Wenn ich in einer Wohnung leben würde mit meinen Eltern und kriegte das immer mit, wäre das für mich auch die Hölle. Kann ich gut verstehen. Und wenn du selbst im Moment Probleme hast und keine Arbeit hast, ist ja auch keine schöne Situation. Und dann diesen Driss dann auch noch mitzukriegen zu Hause und die Ausweglosigkeit ist schlimm. Ist schlimm. Verstehe ich. Kann ich gut verstehen. Aber könntest du ihn bewegen, ich frage jetzt nochmal, vielleicht geht das auch alles nicht. Könntest du ihn bewegen, eine Alkoholentzugstherapie zu machen? Ja, genau, das will er ja nicht machen. Will er nicht machen. Hast du auch schon vorgeschlagen? Ja, ich habe ihm das schon so oft gesagt, dass er das machen soll. Hm. Er sagte immer, ja, er hört auf, aber ich sag, du kannst mir nichts erzählen. Was würdest du mir erzählen? Du hörst auf, du bist alkoholabhängig, aber das... Was würde der machen, wenn deine Mutter ginge? Ja, das würde ich mir mal gerne vorstellen. Was denn? Hätte deine Mutter dann auch Angst um Leib und Leben? Würde er ihr was antun wollen? Nee, das glaube ich nicht. Nee. Arbeitet deine Mutter? Ja, die arbeitet. Ach, die arbeitet sogar? Ja. Das heißt, die hat ihr eigenes Geld?
Ja, auf jeden Fall. Die könnte auch alleine über die Runden kommen. Ja, ich weiß nicht irgendwie, ob sie das alles packen würde. Das glaube ich. Aber sie hat dich ja. Du könntest ihr helfen dabei. Am Anfang. Ja. Organisatorische Sachen, weiß ich, was man alles machen muss. Ja, das wäre kein Problem. Weißt du, Levent, ich erahne, in was für eine Zwangssituation ihr da hängt. Aber dennoch, versuche doch mal, noch intensiver auf deine Mutter einzuwirken, aus der Ehe rauszugehen und biete ihr gleichzeitig an, dass du ihr hilfst, Wohnung zu suchen, Ämter, Sachen zu erledigen und so weiter, dass das alles eingetütet wäre und dass sie versucht, ihr Wie alt ist deine Mutter? 49. Ja, ist doch kein alter Mensch. Ja, das ist ja jetzt mittlerweile, hat sich das ein bisschen gelegt, sag ich mal so. Und vor ein, zwei Monaten war das extrem. Ja, aber es wird auch immer wieder kommen, wie du es gesagt hast. Ja, klar, eben, ja. Und wenn du dich mit deinen anderen Geschwistern zusammensetzt, so müsste man es eigentlich machen, dass ihr Geschwister erstmal überlegt, was wäre das Klügste zu tun. Und wenn ihr alle drei der Mama sagt, wohnen die anderen Geschwister auch in der Nähe? Ja, mein Bruder ist Student und Animateur in der Türkei. Im Moment, der ist halt immer lange weg. Okay, aber und die Schwester? Ja, die Schwester wohnt in der Nähe, ja. Okay, so, dann immerhin zwei Leute, die ihr helfen könnten. Wäre, denke ich, zumindest ein Versuch, das nochmal anzufangen nochmal, einen Versuch zu unternehmen. Denn sonst sitzt du da und du kannst nichts machen und musst dir das ganze Elend angucken. Ja, und so könnte vielleicht das Ganze einen neuen Schub kriegen. Auch für dich wäre das eine gute Sache. Dann hättest du das Gefühl, ich habe was Gutes getan für meine Mutter, die ist jetzt da raus und dann kannst du auch mehr dein Leben vielleicht wieder ins Visier nehmen. Ja, da ist ja das Problem, wohin, ne? Dann sagt die Mutter, ja, bleibst du da oder kommst du mit? Und dann, da fängt dieser Spalt in der Mitte. Levent, die Sendung ist gleich zu Ende. Ja. Ich schlag mal vor, wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Ja, das wäre sehr nett. Leg mal auf, wir rufen nochmal an. Ja, danke. Bis gleich, tschüss. Ja, bis. In der Technik, ihr Lieben, war heute Nacht Annette Bastian. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss.